So, die Beete sind wieder neu bepflanzt und damit herzlich willkommen zurück zu Tag 16 in One-Shot-Kill. Hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sage, als wir damals angefangen haben an Tag 1. Ich hätte gedacht, 5, vielleicht maximal 10 Tage ist das hier zu schaffen. Aber naja, das Glück hat es bisher gut mit mir gemeint, sage ich mal. Mal schauen, wie lange das noch anhält. Wir wollen auf jeden Fall so schnell wie möglich die Pumpgun bauen. Dafür brauchen wir 30 Stahl und ich habe nur 6 im Lager. Das heißt, wir müssen heute dafür sorgen, 24 Stahl irgendwie zu bekommen. Ich muss auf jeden Fall erstmal was trinken. Und danach nehme ich mir die Handelswaren und wir gehen direkt zum Händler. Der gute Trader Joel hier bei uns müsste jetzt auch Stufe 3 Quests haben. Da werde ich mir gleich mal eine mitnehmen nach dem Handeln. Und stopp. Wir haben doch gestern so viel Benzin geholt. Da kann ich doch direkt mal heute nachtanken. Ich hoffe, das Benzin reicht jetzt eine Weile. Ja, schauen wir mal rein, ob er Stahl hat. Wenn nicht, schauen wir nochmal bei Jen. Und ansonsten müssen wir hier mal ein paar Laternen und sowas auseinandernehmen. Für etwas Stahl. Und dann können wir die Pumpgun bauen. Gibt's hier was im Automat? Fenstertrümmerer? Na, habe ich noch zu Hause. So, gib mir erstmal eine Aufgabe. 100 Meter. Endzeit 4, okay. Das haben wir garantiert noch nicht gemacht. Wir haben noch keine Dreier gemacht. Dann kauf doch erstmal die ganzen Sachen. Mit 11.000, fast 12.000 sollte sich doch was anfangen lassen. Er hat schon wieder Schießpulver. Hatte ich das letztes Mal nicht mitgenommen? Ach, wir haben ja Tag 16. Heute ist ja Restock. Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, siehst du. Gut, dass wir hier sind. Dann schauen wir auf jeden Fall noch bei Jen vorbei. Ein Zweier-Stahlspeer ist hier. Ist der besser als unsere? Nahkampfschaden 22,6. Und hier gibt's 19,1. Ah ja, okay. Der ist definitiv besser. Ich kaufe den. So, was gibt's noch? Öl. Stahl. Sehr gut, sehr gut. Was willst du haben für 24? 2.800? Kein Problem. Hast du noch was, was mich interessiert? Nope. Der Bauplan für den Raketenwerfer, ja leck mich. Dass wir zu diesem Status nochmal kommen in One-Shot-Kill, das hätte ich nie gedacht. Oh je. Nehmen wir erstmal das. Automatische Waffen nutzen sich 20% langsamer ab. Ja, was soll's, dann nehme ich den jetzt. Vielleicht schaffen wir es noch, den Raketenwerfer zu bauen. Das wäre ja crazy. Okay, kann ich auch den Stahlspeer gleich umrüsten? Und dann geht's nach Hause. Kurz die Pumpgun in Auftrag geben. Wir brauchen Sprungfedern. Die Teile. Oh, und was war es noch? Ich weiß es nicht mehr. Klebeband, Kunststoff. Und natürlich den Rest vom Stahl. Klebeband habe ich gar nicht, aber wir können uns welches bauen. Okay, dauert 4 Minuten. Die Zeit können wir kurz nutzen, um unser Häuschen hier ein bisschen zu verstärken. So, sieht nicht hübsch aus, gewinnt definitiv keinen Schönheitspreis, aber ist auf jeden Fall stabiler als vorher. Irgendwann später. Okay, da war die Pumpgun fertig. Dann rüsten wir hier die eine Mod um, die wir haben. Gehen wir die doppelläufige Schrotflinte bei Jen verkaufen und dann sind wir auch schon ready. Allerdings machen wir erstmal die Quest, bevor wir zu Jen fahren. Ja, da sind ja direkt die Nachbarn. Das gibt ja gar keine Probleme. Dann gehen wir hier rein und hoffen mal, dass hier nichts ist. Ne, sieht safe aus. 3 Messingheizkörper. So, dann ist hier oben noch eine Working Stiff Tools Box. Oh, geil. Das ist doch eine gute Spitzhacke. Die hat Blockschaden 54.
Und unsere hat deutlich weniger. Außerdem passen hier noch zwei Mods mehr rein. Das werde ich auch noch nutzen, wenn wir mal wieder zu Hause sind. Ist das hier eine gute Idee? Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Kleine Ratte. Okay. So geht's. Nicht, dass oben noch einer ist. Das wäre nicht so gut. Schauen wir erstmal weiter. Oh. Und ich rutsch runter. Das war's für dich. Ein Lootbag. Mit 15 Schrotflinten geschossen. Das ist doch super. Das brauche ich jetzt. Hier irgendwas? Nope. Dann weiter. Hier nichts. Dann geht's raus. Und hier wieder rein. Ja. Tür zu. Ich glaube, der Zweier-Stahlspeer schafft es mit einem Hit weniger als der andere, der alte. Müssen wir mal im Auge behalten, ob sich diese Theorie bestätigt. So. Vogel? No. Kein Vogel? Ah. Bleib stehen. Hier was drin? Nö. Ein Steinvorschlaghammer. Was soll ich denn damit? Da ist nichts hinter. Okay. Dann geht's hier weiter. Hoffentlich ohne Vogel. Ah, sieht nicht so aus, als wäre hier ein Vogel. Aber ich glaube, ich muss die ein bisschen mit der Schrotflinte ausdünnen, weil das sind zu viele. Ach, da unten. Okay, verstehe. Tot! So, Scrap. Und dann hoffe ich mal, dass hier nicht noch so viele sind. Hier ist erstmal nichts. Na ja, gut, dass die schon vorher aufgewacht sind. Die wären sonst problematisch gewesen, leider. Blutbeutel brauche ich nicht. Was zu trinken. Und nur Papier. Okay. Hier sind Spikes. Okay, das sieht erstmal safe aus. Aber hier irgendwen hinter der Ecke. Das sieht nicht so aus. Ah, hier bestimmt drin. Na. Jawohl. Tot. Ach, hier. Hat er sich hinter der Ecke versteckt. Hat er gedacht, er kann mich überraschen. Aber nope. Ein Safe. Okay, ein Safe. Machen wir den auf. Gut, eiserne Armbrust scrappen. Das ist Geld wert und Munition. Sehr schön. Das hilft weiter. Nicht. Unnütz. Aber genauso gut wie Essen. Okay, dann haben wir sicherlich da noch jemand hinter. Tot. Und Tür zu. Ist mir gerade nicht klar, wo der ist. Okay, der ist hier hinter.
Na dann komm. Ja, 3 Hits. Der andere hat 4 gebraucht. Wäre es wirklich so. Okay. Noch ein Safe. Sehr schön. Machen wir gleich auf. Auch die Materialien hier mit. Dann die Tür zu und den Safe auf. Und nochmal Geld und nochmal Munition. Sehr schön. Der Raum hier ist safe. Hier kann man bedenkenlos runterdroppen. Ja, viel Material und so hier im Müll. Aber gehen wir weiter. Sind ja auch fast schon am Ende. Oh, hier ist noch Messing. Hier müsste noch einer sein. Ja. Holzfäller. Oh, noch mehr. Okay. Sehr schön. Dann weiter. Hier um die Ecke. Hier dürfte eigentlich auch keiner sein. Bis zu dieser Tür. Zu. Nehmen wir das hier noch mit. Hier ist noch eine Shotgun-Kiste. Sehr cool. Und noch eine andere Pappkiste. Sniperbuch. Ladegewehre 10% schneller nach. Nehme ich gerne. Ich muss mal was rauswerfen. Das können wir scrappen. Das auch. Honig esse ich gleich. Kaffee weg. Fleisch weg. Knochen sind zu wenige, um sie zu behalten. Genauso wie ein Wasser. Genauso wie 3 Papier und der Sand. Was sind das hier für Geräusche um mich herum? Brauche ich auch nicht. Waschmaschine, Collegejacke, okay. Altes Geld nehme ich doch mit. Dann schauen wir mal hier rein. Guten Tag. Tot. Mal das hier mal weg. Naja, hier sind natürlich welche um die Ecke. Ich weiß auch nicht, ob hier eine Tür drin. Nee, da ist keine Tür drin. Oh, die sind aufgewacht, okay. Dann kommt raus. Upsa. Ist immer noch nicht tot. Macht aber nicht viel Schaden, die Shotgun. Das habe ich schon besser gesehen. Ach, hier ist ja bloß das Bad. Der richtige Lootraum ist ja hier. Sind hier welche drin? Nee. Okay. Ich denke... Hier hinter sind welche. Dann mache ich hier mal einen Frame hin. Kann man nachher abreißen. Das macht gar nichts. Dann machen wir die Tür zu. Und holen uns erstmal das Hauptloot hier raus. Ihre Schaufel habe ich schon. Brennender Schaftmod. Hey. Da würde ich gern mitnehmen. Na, kann ich auch mitnehmen. Zum Verkaufen, obwohl. Das hier, das verkauft sich für 3. Weg damit. Okay. Papier und Gläser weg. Und dann machen wir noch die große Kiste auf. Und offen. Ein Bauplan für die Machete. 2x Säure. Tja, aber sonst hat sich das jetzt nicht so wirklich gelohnt. Ach komm, die Säure nehmen wir noch mit. So. Dann würde ich sagen, geht's gleich raus. Wenn wir uns hier noch das Trinken raus. Und dann können wir hier eigentlich aufmachen. Und die da entsorgen. Komm. Ach, wobei wir ja noch die Kiste haben. Wir haben ja noch die... Wir haben ja noch die Supplies aufmacht. Da komme ich jetzt hier gar nicht mehr zurück von hier. Das ist ein bisschen doof. Hey du. Stirb.
ist immer noch nicht tot. Jetzt aber. Wo sind denn die Supplies? Die werden unten angezeigt. Also ist es doch im Keller, oder was? So langsam bin ich verwirrt. Hier nicht. Hier nicht. Hier hinter? What the fuck? Ah. Okay, dann sind wir raus hier und fahren direkt zu Jen. So, hallo Jen. Hello, Traveler. Hello. What's ailing you? Kannst du mir sowieso gleich meine Quest geben für später? Oh, this is the best way to get Dukes. Okay. Dann verkaufen wir ihr mal ein paar Dinge. Und den Blutbeutel brauche ich sowieso nicht. Da haben wir gleich ein Level gemacht. Sehr schön. Dann lass uns mal schauen, was sie hier im Angebot hat. Strukturelle Klammermod können wir gleich auf die neue Spitzhacke tun. Das ist nützlich. Flasche mit Säure, falls wir die Chemiebank bauen wollen. Oh, hier ist Munition. Schießpulver nehme ich auf jeden Fall mit. Okay, und hier geht's schon in die Sachen rein, die wir ihr verkauft haben. Hast du was im Geheimvorrat? Hier vielleicht Molotow-Cocktails brennen 10% länger. Oh, nett. Nehme ich. Okay, und jetzt können wir was Lustiges machen. Wir können jetzt besser verhandeln leveln auf Stufe 3. Damit hat sie einen besseren Geheimvorrat und dann können wir nochmal in den Geheimvorrat gucken, weil der jetzt ein anderer ist. Ist doch cool, oder? Oh. Mal 4 Teile. Fahrwerk, Truck. Tja. Jetzt haben wir zwar den besseren Geheimvorrat, aber so wirklich gute Sachen, die ich haben will, sind ja auch nicht drin. Naja, hätte ja sein können. Poppin' Pills might have what you were looking for. So, dann lesen wir das und können gleich die Mod hier rauf machen. Gut. Die Farm können wir später machen. Dann lass uns doch erstmal schauen, was die Stadt heute für interessante POIs für uns bereithält. Wie wär's dann direkt mit dem Parkhaus? Das habe ich, glaube ich, seitdem das in Alpha 20 neu gemacht wurde, auch noch nie durchgespielt. Oh, Wolf. Wo geht's überhaupt rein? Hier sicherlich nicht. Vielleicht auf der anderen Seite. Hier sicherlich auch nicht. Oh, Berglöwe. Oh, den habe ich angelockt, oder? Nee, habe ich nicht. Also hier geht's rein. Und wo ist der Wolf? Der steht da hinten. Ob ich die gekillt kriege, wenn ich auf die Mauer abhole? Ich habe doch eine AK und alles. Brauche ich doch vielleicht gar nicht. Gehen wir mal einfach hier hoch. Und dann killen wir die einfach. Das war easy. So, ich denke aber, ich will auch, dass der Berglöwe da weg ist. Dann lass uns den auch gleich killen. Na komm. Rennt er jetzt weg oder was? Ah, dämliches Vieh. Wo ist er? Ist der dumm? Was ist denn sein Problem? Na, geht doch. Okay, irgendwelche Ferals hier im Anmarsch? Ich hoffe nicht. Oh, ich hab grad was gehört.
Ja, natürlich. Okay, bloß schnell rein hier. Wahrscheinlich sinnvoll, den Eingang zuzubauen. Ein bisschen Blei. Weißt du was? Bevor wir hier reingehen, lass mich mal abladen hier am Bike. Dann geht das doch hier alles schon viel besser. Hier geht's hoch. So, bin ich mal gespannt, was das Parkhaus so kann, das neue. Erstmal geht's noch weiter nach oben. Hier geht's nicht weiter. Hier ist eine Lampe, das heißt, ich soll hier rüber balancieren. Oh! Oh Gott! Wie hat er mich denn nicht getroffen? Weil die Ecke hier im Weg war? Ach du Kacke, ey. Das fängt ja gut an. Gleich drei? Ist einer Feral? Nee. Keine Ferals hier. Und da kommen die nächsten. Oh! Wow! Shit. Weg mit dir. Oh, mein Speer wieder. Holy shit. Oh. Miso-Suppe. Alles klar. Dann gehen wir nach oben. Oh, oh. Vögel. Sind doch bestimmt Vögel. Ah, da ist erstmal ein Zombie. Was, der ist nicht tot? Frechheit. Da oben ist auch nichts. Was ist denn das hier? Oh, da ist doch ein Vogel. Aber die wachen alle nicht auf. Ist interessant. Bop. Hallo Hund. Noch mehr? Das ist ein Bauarbeiter. Ich wollte gerade sagen, ey, der wacht auch nicht auf, aber... Oh shit. Gib mir meinen Speer. Bist ja gar nicht tot. Aber jetzt. So, was gibt's hier drin? Ach, das ist bloß das Treppenhaus. Okay. So, weiter geht's. Aber hier ist nichts. Behindertenparkplatz. Ja, dann sollen wir wohl runter. Wer da hier? Ah, doch. Da sind ein paar. Oh, shit. Oh. Na, kommt hoch. Oh. Tot und tot. Oh, bisschen Nudelsuppe und Wasser. Und jetzt? Soll ich jetzt hier runter? Ach ja, hier ist ja eine Leiter. Oh. Oh. Oh Gott. Ah, oh, da hinten kommen noch mehr. Tot und... Oh, da kommt noch einer. Oh, shit. Und tot.
Gib mir meinen Speer wieder. Hallo? Hier ist wohl nichts. Dann geht's hier rein. Ah, natürlich. Okay, hier ist nichts Interessantes. Frag mich, wo das Hauptloot ist. Gibt's hier noch einen Keller oder? Wie ist das hier aufgebaut? Okay, oh. Da sind ja einige. Hier ist sicherlich nichts hinter, höchstens medizinische Sachen, die ich aber nicht brauche. Okay. Und hier haben wir irgendeinen Laden. Oh. Wer ist denn hier? Kein Problem. Hier gibt's einen Safe. Machen wir den nochmal auf. Oh, sogar eine 6er-Pistole. Geil. Mhm. Das sieht auch stark nach dem Hauptloot aus. Oh. Oh, okay. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, fuck. Oh, Gott. Ja, was? das Dark Perils waren, das habe ich mir fast gedacht. Aber dass sie von beiden Seiten kommen. Ich dachte, ich komme noch schnell genug in dieses Loch zurück, aus dem ich da rausgesprungen bin in den Raum. Das war ein schnelles Ende, kurz und schmerzlos. Werfen wir doch einen Blick auf die Stats. Wir haben Tag 16 und Level 30, Spielstadium 51, 914 Kills. Das ist der Rekord und irgendwann werde ich in One-Shot-Kill zurückkehren und versuchen, diesen Rekord zu überbieten. Und bis es soweit ist, hat sich ein Großteil von euch für Darkness Falls als nächste Serie entschieden. Das hier müsste ja eine Dienstagsfolge sein. Ich werde den Donnerstag auslassen. Ich brauche ein bisschen Zeit, um mich mal wenigstens ein bisschen grundsätzlich mit Darkness Falls zu beschäftigen. Und dann starten wir pünktlich am Samstag rein in eine neue Staffel 7 Days und diesmal mit Darkness Falls als Overhaul-Mod. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Interesse. Hoffe, die kleine Serie hat euch gefallen und verabschiede mich jetzt. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns in der nächsten Serie wieder.